Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das EEG-Konto, also das Sammelbecken für die EEG-Einnahmen und EEG-Ausgaben. Da haben wir immer mal reingeschaut über die letzten Jahre, so gefühlt einmal im Jahr, was der aktuelle Stand ist und gerade auch immer dann, wenn es Änderungen gab, zum Beispiel den Wegfall der EEG-Umlage im Jahre 2022, 2023. Und jetzt aktuell haben wir doch ein paar Diskussionspunkte bei der Finanzierung der EEG-Förderung und das schauen wir uns heute einfach nochmal genauer an. Gehen nochmal grundsätzlich auf den Mechanismus ein, auf die aktuellen Entwicklungen und auch auf das, was da in Zukunft noch vor uns stehen könnte. Dafür schauen wir auf netztransparenz.de. Das ist die gemeinsame Informationsplattform der vier Übertragungsnetzbetreiber. Da waren wir auch schon einige Male drauf, gerade wenn wir uns mit der EEG-Umlage beschäftigt haben. Hier gibt es dann so eine Unterseite, ne? Erneuerbare Energien und Umlagen, EEG, oder zum Beispiel EEG-Finanzierung. Da könnt ihr euch verschiedene Unterlagen dazu anschauen, wie der gesamte Mechanismus funktioniert, wie man zu den Einnahmen- und Ausgabenpositionen kommt, aber eben auch hier zum Beispiel die Entwicklung der Umlage selbst. Und da sehen wir zum Beispiel eine Grafik. Ne? Allein noch mal sich das anzuschauen, ist ja ganz interessant. Wir sehen hier, dass sich über die Jahre die Umlage hier durchaus gesteigert hatte und dann von 2014 an bis 2021 ungefähr so eine ähnliche Höhe hatte bei über 6 Cent. Damals hatten wir ja Strompreise, die noch schon gut unter 30 Cent lagen für den Endverbraucher, den Haushaltskunden. Und dementsprechend hatten wir hier dann schon ungefähr ein Viertel des gesamten Endkundenpreises allein über die EEG-Umlage besetzt. Das war für den Verbraucher erstmal blöd und unangenehm und man hat auch niemals so richtig gut erklärt, warum es so eine Umlage wirklich braucht. Denn am Ende ist die Erklärung, wir haben halt keine staatliche, steuergeldfinanzierte Subventionierung der erneuerbaren Energienanlagen, so wie wir das früher für Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke gemacht haben, sondern wir haben eben eine verbraucherfinanzierte Finanzierung schlussendlich der erneuerbaren Energieanlagen über diese Umlage geschaffen. Also wer auch mal sich mit dem Thema des Kohlepfennigs beschäftigt, weiß, dass es ähnliche Ansätze auch mal für Kohlekraftwerke gab mit so einer Umlage, das dann aber nicht besonders opportun war, gerade weil man parallel so eine, steuergeldfinanzierte Subventionierung für Großkraftwerke damals gemacht hatte, was damals auch vielleicht richtig war, keine Frage. Aber der Mechanismus über den Verbraucherstrompreis, der war halt durchaus immer so ein bisschen nicht besonders sympathisch, weil es ist halt der private Strompreis, der dadurch deutlich hochging. Dann gab es die Entscheidung, okay, wir wollen den für das Jahr 2022 einerseits hier mal schön gedeckelt haben. Der ging dann also hier runter auf die 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Und dann ab dem zweiten Halbjahr 2022 wurde er erstmal auf 0 gesenkt. Und ab 2023 war die EEG-Umlage als solche dann auch nicht mehr existent. Sie wurde als Einnahmequelle hier komplett gelöscht. Welche Einnahmequellen es gibt, das steht dann übrigens im NFG, im Energiefinanzierungsgesetz, also ENFG. Wir haben hier bei den Unterlagen zum EEG-Konto auch nochmal verschiedene Erklärungen zu den einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen. Da wird hier nochmal erklärt, dass es eben hier gemäß NFG verschiedene Möglichkeiten gibt, Geld in dieses EEG-Konto einzunehmen und anderem auch so Vermarktungserlöse und ähnliches. Das ist hier immer erklärt. Also wer sich weiter damit beschäftigen will, wie der Mechanismus als solcher funktioniert, wie der Markt rund um Erneuerbare funktioniert bisher, also rund um erneuerbare Förderung funktioniert, der sollte sich das hier mal genauer anschauen. Diese Erklärung ist entsprechend dann mit verlinkt. Also wenn ihr hier wieder auf EEG-Finanzierung geht und dann auf Abrechnung, Jahresabrechnung. Ich verlinke euch die richtige Seite, bei der das steht. Irgendwann haben die das hier umdesignt. Ich bin immer noch nicht wieder komplett drin. Ich verlinke euch die Seiten, wo ihr diese ganzen Dokumente finden könnt. Und dort habt ihr dann nämlich unter anderem auch diese Übersichtstabellen. Also wer hier schon eine Weile mit auf dem Kanal ist, erinnert sich daran, dass wir immer mal in diese Tabellen auch reingeschaut haben. Das ist die Kontoübersicht. Ihr habt hier oben immer die Einnahmen. Diese erste Tabelle und dann drunter die Ausgaben. Das ist jetzt, wie ihr sehen könnt, das Jahr 2020. Ich will mal kurz ein bisschen zurückschauen, damit wir uns mal anschauen, wie das historisch gelaufen ist.
Und bei den Einnahmequellen, wenn man so sieht, Gesamteinnahme für den Monat Januar 2020 waren so 2,2 Milliarden. Und dann sehen wir Einnahmen aus der Zahlung der EEG-Umlage. Sind schon 2,07 Milliarden, also fast alles an Einnahmen kam hier über die EEG-Umlage. Und das ist eben genau der Punkt, ne? Das sehen wir dann hier auch in diesem weiteren Jahresverlauf. Das schwankt zwar immer mal ein bisschen, aber im Kern läuft es darauf hinaus, dass von den insgesamt 24,5 Milliarden Einnahmen 23,2 Milliarden aus der EEG-Umlage kamen. Das ist also eindeutig der Haupteinnahme Punkt gewesen über diese ganze Zeit. Bei den Ausgaben, wenn man so reinschaut, sehen wir auch, ne, okay, hier ist offensichtlich bei den Zahlungen nach Paragraphen 1950 und 101 EEG ist hier immer der Großteil zu sehen. Das sind also die klassischen EEG-Vergütungsaspekte. Wenn ich ein Anlagenbetreiber bin, EEG-Förderung habe, kriege ich halt meine garantierten Einnahmen über die verschiedenen Wege, ne, Netzeinspeisung und so weiter. Direktvermarktungsförderung, Marktprämie etc. 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 Jetzt sehen wir auch hier, ne, immer Ausgaben und dann ein entsprechendes Saldo mit Entwicklungen. Ne? Sieht man, okay, der Kontostand schreitet halt so voran und war dann halt immer bei irgendeiner gewissen Höhe, ging mal ein bisschen runter, war auch mal meinetwegen negativ. Das war für den Moment vielleicht auch gar nicht unbedingt dramatisch schlimm, weil das ist halt eine gemeinsame Kontoführung der vier Übertragungsnetzbetreiber und die haben das dann in dieser Zeit praktisch vorfinanziert. Das ist natürlich für die blöd, aber hat als solches noch funktioniert. Und wir sehen natürlich, ne, das ist ja blöd, wenn der hier so negativ ist. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Im Jahre 2021 haben wir dann plötzlich einen neuen Einnahmentatbestand hier von 5,1 Milliarden Euro, nämlich Zahlungen des Bundes. Und damit gab es in diesem Monat gleich mal gute 7 Milliarden Einnahmen und damit waren wir wieder positiv gestimmt. Ne? Und dann hat sich das Konto weiterentwickelt, ne? Wir waren hier plötzlich mal 4 Milliarden drauf, dann waren hier am Ende sogar mal über 10 Milliarden drauf. Moment, mein Bild ist noch im Weg gewesen hier. 10 Milliarden drauf, weil sich hier die Einnahmen wieder gut verstetigt hatten. Und so geht das dann weiter. Im Jahre 2022 gibt es dann aber eben plötzlich einen Effekt. Ne? Wir haben am Anfang immer noch unsere 2 Milliarden über Zahlung der EEG-Umlage. Und hier unten ist eine Zahlung des Bundes. Ne? Also das ist immer noch hier dann 0 eine ganze Weile. Zahlung der EEG-Umlage. Hier haben wir dann eine interessante Entwicklung. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzuzoomen, dass ihr das ungefähr sehen könnt. 2 Milliarden, 1,2 Milliarden, 1,1 Milliarden, 1,1 Milliarden, 1,0 Milliarden, 1,0 Milliarden, 1,0 Milliarden, 12 Millionen. Oh, was ist denn da passiert? 17 Millionen, 9 Millionen, 21 Millionen, 10 Millionen. Von 2 Milliarden runter auf 10 Millionen ist natürlich eine deutliche Änderung. Wie ich eingangs erwähnt hatte, haben wir hier in dieser Zeit den Wegfall der EEG-Umlage im Jahre 2022. In der zweiten Hälfte war die dann praktisch auf 0 gesunken. Und dementsprechend hatten wir ja aber die Situation, dass das Konto, ne, bei diesen hohen Beträgen lag. Wir müssen gleichzeitig uns bedenken, das ist eine Zeit gewesen, Zeit der Krise. Wir hatten vorher Covid und dann auch den Ukraine-Krieg, also der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der natürlich eine gewisse Entwicklung über die Gaspreise dann auch mit sich gebracht hat. Ihr erinnert euch daran, dass die Strompreise dadurch auch sehr hoch waren an der Börse, weil eben die Gaskraftwerke entsprechend natürlich Gas gebraucht haben. Und wenn wir einen hohen Börsenpreisindex haben, heißt das ja auch, dass es eine hohe Marktvergütung gibt für die EEG-Anlagen. Deswegen muss weniger Förderung ausgezahlt werden, weil die sich von alleine am Markt schon hoch verdienen und dementsprechend weniger Restförderung notwendig ist. Und dementsprechend da gab es zwar noch okaye Einnahmen, aber fast keine Ausgaben mehr. Und dementsprechend ist das EEG-Konto plötzlich gefüllt. 12 Milliarden, 13 Milliarden, 14 Milliarden, 15 Milliarden, 16 Milliarden sogar, 17 Milliarden sogar. Also war das eine insoweit sehr entspannte Situation. Das EEG-Konto war sehr gefüllt. Man sagt also, EEG-Umlage braucht man nicht mehr, kann runter. Und im Jahre 2023 gucken wir dann, ne, Zahlung von EEG-Umlagen, dann sehen wir plötzlich so auch mal Minus und wieder ein bisschen Plus, aber so 3 Millionen, dann hier mal 47.000. Das sind jetzt, ich sag mal, am Ende des Tages Ausgleichsmechanismen, warum es hier jetzt noch Bewegungen gibt.
Na, aber ihr seht ja, das ist hier alles eher wenig. Hier sogar mal minus 17 Millionen. Und haben hier dann so diverse andere Erlöse, ne, Rückforderungsansprüche, falls Finanzierung nicht ordentlich gelaufen ist oder Auszahlungen nicht ordentlich liefen. Und so, ne, Vermarktungserlöse gibt es noch. Und auch hier wieder die Zahlung der Bundesrepublik. Da kann man auch noch mal kurz durchschauen. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Und hier mal so ein paar Peanuts. Was war das dann für eine Entwicklung auf dem Konto selbst? Wenn wir entsprechend runterschauen. Wir starteten mit knappen 15 Milliarden. 14, 13, 11, 10, 8, 6, 4, 3, 1,9 Milliarden und dann am Ende 891.000 Euro. Ende des Jahres 23. Eine knappe Milliarde war noch drauf. Man denkt sich dann schon, ist vielleicht ein bisschen wenig jetzt, so im Vergleich. Nein, wir starten mit 15 Milliarden, wir enden mit weniger als einer Milliarde. Wir kommen zum Jahre 2024. So, die Einnahmen aus der EEG-Umlage natürlich offensichtlich nicht mehr relevant und fallen dementsprechend hier wie bisher kaum zu Buche. Vermarktungserlöse, Zahlung der Bundesrepublik. Und da haben wir jetzt nämlich plötzlich einen Effekt. Wir haben jeden Monat Einzahlungen praktisch aus Steuergeldern in das EEG-Konto. Damit, wir gehen mal runter auf den Kontostand, dass jetzt hier nicht dramatisch schlimm ist. Ne? Es war doch schon ein Minus und es ist halt immer relativ knapp bemessen. Hier ging es zwar mal auf 2 Milliarden, aber dann schon wieder im nächsten Monat auf 1 Milliarde runter. Ne? Also das EEG-Konto als solches ist im Moment relativ knapp befüllt, weil halt auch die diversen Auszahlungen auf die Anlagenbetreiber stabil sind, die Einnahmen aber eben nicht besonders. Ne? Wir haben im Großen und Ganzen Einnahmen aus dem Steuersäckel. Und das bisher vor allem aus dem KTF Klima- und Transformationsfonds, ne? Also praktisch das extra Klimaschutzgeld sozusagen. Es war ja dann der Sinn der Sache, wir wollen die EEG-Umlage abschaffen. Wir haben dann aber perspektivisch sehr starke Einnahmen, zum Beispiel aus der CO2-Bepreisung. Also aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel und aus der Strom-CO2-Bepreisung. Und spätestens ab dem Jahre 2027, wenn das Ganze marktlich bestimmt ist, werden die ja sogar noch höher werden und das Geld kann man dann im Zweifel auch dafür gut verwenden. Indem man das einfach hier einzahlt, in das EEG-Konto. Ne? Also diejenigen, die CO2-Emissionen ausstoßen, die zahlen Geld an die Handelsstelle und die Handelsstelle gibt das dann hier in das EEG-Konto. Wäre eigentlich eine super Idee, um praktisch die Verursacher von klimaschädlichen Gasen noch zu bestrafen über eine Zahlung und damit den Ausbau der Erneuerbaren zu finanzieren. Also ist eigentlich eine coole Idee für diesen Wandel. Naja, aber es reicht halt im Moment noch nicht so wirklich und am Ende des Tages zahlen wir Steuergeld in das EEG-Konto ein. Jetzt wird aktuell diskutiert, weil dieser Klima- und Transformationsfonds dann eben auch nicht unendlich groß ist, dass man die Einzahlungen rein formell praktisch aus diesem herausnimmt und das über den klassischen Bundeshaushalt finanziert. Und damit ist praktisch das Finden des letzten Euros, der hier vielleicht noch fehlt, einfacher. Ja, also, das kann dann das Finanzministerium besser organisieren. Aber es ist am Ende des Tages trotzdem so, dass wir das irgendwie einfach dann als Staat finanzieren. Und das ist vielleicht nicht ganz zufriedenstellend. Und deswegen gibt es aktuell gewisse Diskussionen darüber, wie man das weitermachen will. Kommt man wieder zurück zu einer EEG-Umlage in dem Sinne, die aus den Verbraucherpreisen kommt? Oder finden wir andere Wege? Ne? Solange die CO2-Bepreisung noch nicht so hoch ist, dass sich das entsprechend lohnen würde für das EEG-Konto, dass es damit auch komplett gedeckt wäre. Wir müssen eben bedenken, je nachdem, wie sich auch die Börsenpreise entwickeln, ne, wenn die sehr gering sind, kriegen dann viele Anlagen nicht ganz so viel marktlich und müssen dementsprechend, weil sie es ja vertraglich garantiert bekommen haben, aus dem EEG-Konto noch vergütet werden. Ne? Die haben ein Anrecht darauf. Und das ist jetzt so eine Sache. Nämlich apropos Anrecht. Wir gehen einmal zur Bundesnetzagentur. Da gehen wir nämlich mal auf die Fördersätze. Hier sehen wir eben, was die Anlagen so kriegen. Und dann sehen wir eben, okay, ne, pro Einspeisungsaspekt kriegt man dann Cent pro Kilowattstunde, ne, auf praktisch Dachanlagen oder sonstige. Sehen wir hier nur so 8 Cent oder hier mal so die 6 Cent. Oder hier auch mal so die 10, 12, das ist alles ganz nett. Dann haben wir bei größeren Solaranlagen
ne, bis 1000 Kilowatt, also 1 Megawatt, ne, so verschiedene Fördersätze, ist ja alles ganz nett. Noch größere Mieterstromförderung, das muss alles ja daraus genommen werden. Ne? Windstromvergütung und verschiedene andere Varianten. So. Also diese diversen Einnahmen, also diese oder diese diversen doch ja Einnahmen der Anlagenbetreiber müssen dann schlussendlich aus dem EEG-Konto bezahlt werden, ne? Die diversen Aspekte, die wir hier unten so haben. Das hier vor allem dann. Ne? Das muss dort ja praktisch entnommen werden. Dadurch haben wir Ausgaben auf dem EEG-Konto und irgendwie müssen wir zu diesen Einnahmen kommen. So. Und da gibt es eben auch relativ aktuell, ihr seht das hier von Anfang Juli, die Wachstumsinitiative Neue wirtschaftliche Dynamik für Deutschland. Ich habe das mal so Anfang ein bisschen überflogen und dachte mir, ach, das ist wieder so viel Vorhabengeplänkel. Ja, aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht und da stehen ein paar ganz wichtige Dinge drin, über die eben auch schon so hier und da gesprochen wird. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, es wird darüber geredet, dass man eventuell eine EEG-Vergütung, wie wir sie bisher kennen, also mit diesen Zahlungen hier unten und mit diesen Vergütungssätzen hier beenden möchte. Das klingt erstmal nach Horror für alle Anlagenbetreiber, weil was ist denn jetzt mit meinem Geld? Also, es steht hier etwas drin. Wir haben hier insgesamt 31 Seiten. Wir gehen mal direkt auf Seite 27, weil am Ende haben wir so die Energiethemen. Und hier dieser erste volle Absatz auf Seite 27, der ist, glaube ich, so der entscheidende, um es sich erstmal weiter damit zu beschäftigen. Mit dem Ende der Kohleverstromung. Ich mache mal kurz mein Bild ein bisschen kleiner. So. Ende der Kohleverstromung. Wird die Förderung der erneuerbaren Energien auslaufen? Der Ausbau neuer erneuerbarer Energien soll auf Investitionskostenförderung umgestellt werden. Ein eigener Kapazitätsmechanismus. Insbesondere um Preissignale verzerrungsfrei wirken zu lassen. Dazu werden dieses und andere Instrumente rasch im Reallaboregesetz im Markt getestet. Dabei muss eine hohe Ausbaudynamik beibehalten werden, um die im EEG verankerten Ziele sicher zu erreichen und möglichst schnell mehr günstigen Strom zu erhalten. Diesen Weg wird noch stärker auf Kosteneffizienz und Marktintegration geachtet. In diesem Zusammenhang werden die im Rahmen der Plattform klimaneutrales Stromsystem aufgezeigten Optionen geprüft und in die Entscheidung einfließen. Perspektivisch werden erneuerbare Energien keine Förderung mehr erhalten, sobald der Strommarkt ausreichend flexibel ist und ausreichend Speicher zur Verfügung stehen. Kurzfristig werden wir die Förderung bei negativen Preisen für Neuanlagen schon ab 2025 aussetzen. Ausgenommen Kleinanlagen. Und die Schwelle, ab der die erneuerbaren Energien ihren Strom selbst vermarkten, beginnen ab 25 in 3 Jahresschritten auf 25 Kilowatt absenken. Parallel werden wir die Schwelle für die Steuerbarkeit von EEG-Anlagen für Netzbetreiber weiter absenken. Dadurch kommen die Preissignale bei den Anlagenbetreibern an und werden insbesondere Stromüberschüsse in Zeiten negativer Preise vermieden, da keine feste Einspeisevergütung mehr gezahlt wird. Ja, sehr interessant. Das ist interessant. So, erstmal ganz wichtig. Das hier ist ein Positionspapier. Jetzt mag hier die Bundesregierung als solche, also die Minister untereinander, das für sich beschlossen haben. Das sagt aber noch nichts über eine Wirkung. Na, das ist jetzt noch nicht in einem Gesetz. Aber als Position ist das eine klare Aussage. Im Kern wollen wir also grundsätzlich mit dem Ende der Kohleverstromung, was ja in Perspektive passieren soll, irgendwann in den 2030er Jahren, grundsätzlich aufhören, erneuerbare Energien zu fördern. Grundsätzlich. Das ist durchaus fair, weil dann sind die Erneuerbaren der absolute Kern des Marktes und mit genügend Digitalisierung, also auch Vernetzung der Anlagen und Steuerbarkeit der Anlagen und Automatisierung der Steuerbarkeit der Anlagen, werden die produzieren, wie sie eben können, werden dann mal in den Speicher einspeichern, werden dann mal ins Netz einspeisen, werden dann mal für den Eigenverbrauch da sein. So wie es eben in diesem Moment tatsächlich der Bedarf im Markt hergibt. Und das ist eben über eine Vernetzung, Smart Meter Gateway Geschichten und so weiter, auch möglich. Die Anlagen kriegen ein Signal, jetzt brauchen wir Strom grundsätzlich, bitte speise ein. Jetzt brauchen wir Strom nicht im Netz, vielleicht aber in deinem Speicher, also speichere ein. Jetzt brauchen wir gerade gar keinen Strom hier irgendwo. Dann verbrauch halt selbst oder schalte ich ab. So. Das ist durchaus dann eine faire Gesamtidee. Darauf läuft es ja immer hinaus. Ich habe, glaube ich, als allererstes Video auf diesem Kanal ja das 100% erneuerbare Energiensystem beschrieben, wo es ja darum geht, Erzeugung,
aus Erneuerbaren, Verbrauch, dynamisch, Speicher dazwischen und das Ganze vernetzt, ist ein funktionierendes System. Das sind wir nun natürlich noch lange nicht. Gerade was diese Digitalisierung angeht, sind wir immer noch absolut am Anfang. Ist klar. So, und wenn wir uns das so vorstellen, ne, dann auf Perspektive in 10 Jahren, ist das eigentlich eine schöne Idee. Und dann brauchen wir auch diese Standardförderung nicht mehr unbedingt. Das ist fair. Diese Änderung jetzt für 2025, dass wir Negativpreise einerseits annehmen, ist echt okay im Großen und Ganzen, wenn man halt diese Kontobewegung sich anschaut. Und zum anderen, diese Vermarktung auch für kleinere Anlagen jetzt möglich machen, ist durchaus auch realistisch, weil dieser Markt ja tatsächlich jetzt entstanden ist. Und der kann auch kleinere Anlagen und deren Wirkung jetzt durchaus aufnehmen. Das ist eine Idee, die kann man machen. Also das ist nicht völlig verrückt. Steuerbarkeit bedeutet eben dann auch, dass noch kleinere Anlagen das intelligente Messsystem bekommen. Finde ich super, weil wir damit eben diese Digitalisierung und Automatisierung der Anlagen hinbekommen. Also eigentlich fein, klingt erstmal schlimmer, als es ist. Bedeutet aber trotzdem, dass wir jetzt eine starke Änderung in der gesamten Fördersystematik von erneuerbaren Energieanlagen haben. Das müssen Anlagenbetreiber natürlich bedenken und auch berechnen. Und dementsprechend ist es spannend, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier als tatsächliche Beschlüsse sehen werden. Wie gesagt, ist das ein Positionspapier. Gehen wir mal noch entsprechend drauf ein, sobald wir echte Beschlüsse von der Regierung und dann auch im Bundestag sehen. Ja, hier haben wir diverse andere Aussagen dazu, ne? Kapazitäten für klassische Kraftwerke und so weiter. Durchaus alles nicht uninteressant. Windenergie, mächtiges Thema. Vielleicht gehen wir auch nochmal auf diese Punkte hier genauer in einem einzelnen Video ein. Ich wollte heute vor allem das EEG-Konto nochmal besprechen. Es ist also durchaus interessant, wie sich dieses Dokument hier in der zweiten Jahreshälfte nun weiterentwickeln wird. Wir haben bisher hier ein Gesamtsaldo von 11 Milliarden auf der Einnahme und 10 Milliarden oder beides Komma bei den Ausgaben, ne, sind also im Moment hier noch bei einem leichten Plus von 200 Millionen. Aber wenn man eben bedenkt, dass diese 11,0 Milliarden zu 9,8 Milliarden aus Steuergeld schlussendlich oder aus dem KTF-Fonds kommen, dann ist das natürlich nicht ganz zufriedenstellend. Müssen wir mal schauen, wie wir sowas in Zukunft weiter noch optimieren können. Eine Umlage als solche ist sicherlich nicht die Lösung. Von daher bleiben wir mal gespannt, wie sich das hier alles noch weiter entwickeln wird. Dahin wollen wir nicht zurückgehen. Die EEG-Umlage als solche sollte wegbleiben. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, haben wir hier auch nochmal diverse Studien und Erkenntnisse zu und hier, wie wir sehen können, ne, Prognosen zu der Entwicklung der EEG-Fördergelder, wie sie hier auszurechnen sind, wie sie zu erwarten sind, und haben dann hier auch jede Menge weitere Dokumente dazu, wie man hier die EEG-Umlage und die EEG-Finanzierung sich genauer anschauen könnte. Spannende, spannende Zeit. Ihr seht, ich bin hier auch noch nicht ganz am Ende meiner persönlichen Entscheidungsfindung. Ich finde es durchaus gut und fair, dass der Markt für Erneuerbare jetzt noch mehr auch kommen muss, fast schon erzwungen wird, indem wir den Fördermechanismus weiter zurücknehmen. Das ist gut, weil Erneuerbare am Markt sind schlussendlich auch überlegen. Dessen muss man sich bewusst sein. Es gibt keine günstigere Produktion als die aus Solar- und Windanlagen. Aus vielerlei Gründen, kein Brennstoff, kein Personal, nicht besonders viel Infrastruktur drumherum. Das geht. Und wenn wir die jetzt halt in einer genügenden Menge stehen haben, um eine Überproduktion zu ermöglichen und diese Überproduktion wegzuspeichern in Akkus und in zum Beispiel auch Wasserstoff-Elektrolyseure, ne? Also wo wir praktisch aus Wasser und Strom
dann den grünen Wasserstoff erzeugen können. Und der Rest fließt halt zu den ganzen Verbrauchern. Und wir setzen auch viel auf Eigenverbrauch, also auch dezentrale Erzeugung bei vielen Verbrauchern vor Ort. Dann ist das ein feines System. Und dann ist das wahrscheinlich auch schlussendlich am Ende das günstigste System, was wir nur haben könnten. Eben weil wir nicht so besonders viel komplexe Infrastruktur für Erzeugung brauchen, die aber eben kaum steuerbar ist. Das ist das große Problem von Großkraftwerken. Die sind nicht gut steuerbar. Wenn wir aber einen schwankenden Verbrauch haben, müssen wir auch die Erzeugung entsprechend schwankend dazu ausgleichen. Ne? Können wir bei Großkraftwerken halt nicht. Deswegen sehr flexible individuelle Einheiten. Und da sind im Moment einfach die Erneuerbaren. Tja, spannende Entwicklung. Wir werden darüber noch an der einen oder anderen Stelle sprechen. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und Co. erstmal grundsätzlich zu diesem EEG-System? Dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten wie immer like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.